Willkommen zurück in New Orleans. Wir sind Gabriel Knight, dieser junge Mann hier. Und sind immer noch nicht weitergekommen, weil wir zwar meiner Einschätzung nach einen Künstler gefunden haben, der für uns irgendwas machen soll. Aber wir wissen nicht, wie wir das handhaben können. Oh, hey! I'll come back here. Hey! Okay. Oh, unbelievable. Rotten luck. Der mit uns beim letzten Mal irgendwie nicht sprechen, kommunizieren und sonst wie wollte. Jener hier, weil er irgendwie zu wenig Zeit hat. Na nun, sprich. Das hatten wir doch aber schon. Was arbeitest du? What are you working on now? Just starting another drawing of the cathedral. Okay, das hatten wir auch schon, tolle Ausstattung. Those drawing tools are amazing. Yeah, they're great for laying lines, angles, circles, you know, anything geometric. It's pretty meticulous, but I prefer it to freehand. Can you draw anything with those tools? They're great for ordered, complex forms and patterns, but they won't help me do Monet. Tja. How's it going? Life sucks. I just lost 2 days worth of work. Das hilft uns jetzt alles nichts, aber mir fällt gerade ein, das hatte ich beim ersten Mal zwar auch mitbekommen, aber hier ist ja jetzt irgendwas. Holen wir ihm doch dieses Ding da zurück. Oh nee, jetzt kommt meine Tante. Du bist doch ein unsportlicher Sack. Das kann doch wohl nicht sein. Bleibt mit der Pinzette dran. Und leider nicht so, oder? Die nimmt er leider nicht freiwillig. Oh nein, das Gabriel can't reach the drawing from where he is. Ja, warum kann er jetzt die Pinzette dafür nicht nehmen? Nee, kann er nicht. Wird nicht angeboten. So, nu? Irgendwie muss da das Ding mit Sicherheit wiederzuholen sein. Das kann aber wohl nicht sein, dass ich jetzt hier... Hat der hier irgendwas? Do you mind if I ask you a few questions? Yep, I mind all right. Why? Because A, I don't know anything, and B, I'm busy. Oh. Sehr schön. Ganz großes Kino. Und wie kommen wir jetzt an das Ding da hinten dran? Liegt hier noch irgendwas rum? Lampenpfosten. Den hatten wir ja auch schon mal, aber kann der uns helfen? Ist er vielleicht elastisch genug, darüber zu springen? Hey there, nice beat. I dig it. The drummer does not respond. Sehr schön. Der spricht leider auch nicht mit uns. Now I have to start all over. Ja, mir ist ja schon klar, glaube ich, inzwischen, dass er irgendwie das Stück Papier zurückhaben will. Ja, da geht's raus, da ist nichts. So, was macht er? Ein Stepptänzer. Ja, sprechen wir mit dem Stepptänzer. Kann dann den Zaun hochsteppen, keine Ahnung. Do you do requests? Got any money? Nope. Something to eat? No. There you have it. No. Ganz klasse. Boah, der Junge tanzt recht gut. You dance pretty well for a kid. Give me some money then. I don't have any. Then don't block the view, mister. Stangen um das Standbild. Can you fit through the bars around the statue? Got any money? Nope. There you have it. No. Can't think of anything at the moment. Okay, then. Jetzt will der noch irgendwas haben von uns? Och nee, was soll ich ihm denn geben?
Was soll ich ihm denn jetzt geben, um Himmels Willen? Boah, leg mich doch am Ärmel. Hier den Tonclub. What would the little boy do with that? Zaun. Gabriel can't bend the bars. He's too big to fit through them. And ooh, those spikes on top look ja, sharp. Ja, gut, das ist jetzt in Ordnung. Ach nee, was sollte ich jetzt? Jetzt will der Geld haben. Ich habe aber kein Geld. Ach, puh. Tja. Der Flugplatz. What would the little boy do with that? Ja, ist schon klar, dass er damit nichts machen will. Kann ich jetzt nochmal mit ihm sprechen? That would be, at the very least, illegal. Can't think of anything at the moment. Okay, then. Kann ich ihm Hotdog geben? Aber ich kann ja keinen Hotdog kaufen. Could I get a doobie dog, please? Not now, I'm busy. An unambitious person in the 90s. Amazing. Das ist natürlich alles absolut super. Also, wie es ausschaut, irgendwas mit den Stangen hat der Kommentar ja gesagt. Ich müsste jetzt... Aber wie zur Kuckuck, was soll ich dem denn geben? Was kann ich ihm geben? Einen Gutschein habe ich. Das könnte ich probieren. What would the little boy do with that? Ach, Leute. Ist mir wurscht egal, was er macht. Ja, jetzt steht er mittendrin, der gute Gabriel. Ja, mir fällt nichts ein. Can't think of anything at the moment. Okay, then. Tja, er will was zu essen. Wir müssen also hier irgendwie an diesen Hotdog-Dingsbums drankommen. Können wir dem vielleicht den Gutschein geben? I have this gift certificate. I'm busy. It's good for $20 at St. George's Books. Finest bookstore in New Orleans. Really? I'll have to check it out sometime. You could take this gift certificate with you. If you'll give me a doobie dog. A doobie dog for a $20 gift certificate? Sure. Wunderbar. Here you go. So. Jetzt haben wir einen Hotdog. Klasse. So. Und nun müssen wir den Hotdog nehmen und machen wieder sprechen den hier an. You wouldn't like a doobie dog by any chance. Would I? So, wenn du den jetzt isst und dann nichts mit dem Papier da hinten oder mit dem Kunstwerk da hinten machst, bekomme ich natürlich einen leichten Anfall. You got any special requests? Let me know. Ja, hab ich. Hab ich. Einen Sonderwunsch. You mentioned something about special requests. Yeah, you got one? Stangen oder Standbild. Can you fit through the bars around the statue? Can I? Just watch me. Good. There's something in there I can't quite reach. Jawohl, ja. Dann kommen wir zumindest jetzt mal an das Stück Papier. Sure thing. Warum der Junge jetzt Alex da dran kommt und wir nicht? Ich sag ja, Gabriel, du bist sowas von unsportlich. Here you go. Oh Mann, thanks, klasse. Kid. Yep. See ya. See you. Dann steppt mal weiter. Bling, bling, bling. So, jetzt werden wir uns hier mal zu dem Künstler aufmachen. Und werden mit ihm reden. So, schau mal hier. This belongs to you, doesn't it? My drawing. How'd you get it? Oh, it was a bit of a squeeze, but I hate to see you lose your work. I lost my only copy of a manuscript once. Well, you saved my butt. Let me know if I can ever do the same for you, hey? Jo, das kannst du machen. Und zwar haben wir dieses Muster hier. Das soll er sich mal anschauen.
Das muss da. Is there any way you can reconstruct the whole pattern from this partial? Okie dokie. Well, I might be able to reconstruct the pattern if I had more data. But this is just one small area of it. Das ist auch kein Problem. What is this from, anyway? You'd never believe me. I'll see what I can do. Gut. Bling, bling, bling. Dann werden wir ihm jetzt nochmal die Kopie der Voodoo-Akte zeigen. I have some more of those patterns. Really? Let's see. Yeah, these are great. I think there's enough overlap now. I'll give it my best shot. I'll show you what I come up with tomorrow. Great. Super. I appreciate it. Tomorrow ist zwar ganz okay. So, ich denke mal, jetzt haben wir den Part mit dem Künstler erledigt und kommen immer noch nicht bei der guten Malia Geddes rein. Ja. So. Tja. Dienstlich. Dienstlich geht nur über Polizei. Komm, mach dich mal wieder zu deinem Freund Mosley. Vielleicht haben wir hier irgendwelche neuen Aktionen, die wir jetzt inzwischen machen können. Außer den guten Officer Franks anbaggern. Mosley, my man. It's you. God help me. Phew, it's hot in here. Jo. Moses Court. Ja, aber ich vermute mal, das wird unser Problem mit Malia lösen. So, jetzt müssen wir nochmal schauen, wie kriege ich denn... Was ist das überhaupt? That doesn't work that way. Ja, das ist klar. Da ist ja nichts drin. Wie kriege ich ihn... Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Voodoo, Tiermasken, das haben wir. Wir müssen ihn ja aus dem Zimmer kriegen. Hätten wir entweder nur beleidige ihn, aber da fliegen wir vermutlich raus. Aber Kaffee wäre natürlich schon mal eine Option. What am I, your slave? Fotos ist ja nicht. I'm working my butt off here. Yeah, fine. Ich glaube, genau das dürfte es gewesen sein. Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich echt ein Problem. Dann weiß ich nicht, wo ich an was Dienstliches rankommen soll, um zu der guten Malia zu gelangen. Da. So, los, auf geht's. Ach Mensch, bitte, Sekunden länger. Wenn er wieder reinkommt mit dem Kaffee, haben wir echt ein Problem. I'll just borrow this badge. Hey, what are you doing with my coat? Nothing. I thought I saw something crawling on it. Just drink this. Thanks. Tons. I mean it. Ah, wunderbar. Ich hab schon gedacht, jetzt wird seine Jacke nachschauen und damit haben wir dann ein nächstes Problem. Tut aber nicht. Das heißt, wir können an sich hier jetzt wieder gehen. Ja, wann kommt denn hier jetzt meine Maus wieder? Okay. Anything else? Status ist falsch. What's the status on the Voodoo Murders case? I told you, it's going for shit. Okay, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, wir machen uns erstmal jetzt schleunigst hier weg, bevor ihm da doch noch was auffällt. Well, I'll be seeing you. Have a good one. Have a good one. Ja. Komm. Ah, wir können direkt auf die Karte. Dann würde ich sagen, auf die Harley. Und nächster Versuch bei der guten Geddes. So, wenn er uns jetzt nicht reinlässt, dann werde ich doch noch den Ziegelstein nehmen und ihm über sein Hirn schlagen, diesen eingebildeten renitenten Butler. May I help you? Ja. Kannst du... I've got important business with Miss Getty. Yes.
I'm waiting on some evidence of that, sir. Ja. Wie komme ich denn jetzt hier an das Ding dran? Kann ich da nochmal draufklicken auf dem... zeig ihm das mal. My name is Detective Mosley. I'm here on police business. Really? How interesting. Wait here. I'll inform Miss Gitter. Na, endlich. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir die Marke irgendwie bei Mosley schnell zurückkriegen. Ich glaube, ansonsten gibt's da einen netten Anpfiff. Miss Getty will see you. Right this way. Na also. Ah. Miss Getty will be down shortly. Das sieht ja auch ganz nickisch hier aus. Thank you. Was haben wir denn hier all drinne? Ein Löwenfell unter uns. Ich kann leider nichts anklicken, nichts machen. Es ist noch immer die Katze, in die läuft. Ah, da kommt die Hausherrin. What can I do for you, Detective? Ja, ich denke, du könntest einiges für mich tun. Aber dann wollen wir nicht gleich mal mit dem Schrank in die Tür, ins Haus und sonst wie fallen. Was haben wir denn hier? Kunst, Bücherregal, Feuerstelle, Löwenpelz. Na, mit dem Pelz, die Übersetzung. Da ist ein Tee zu viel. Bücherregal, Skulptur, Kunst. Beautiful women. They must be relatives. They are. Schön. Ja, auch nochmal das gleiche. Beautiful women. They must be relatives. They are. Gut. Moderne Kunst. Modern art. More or less. It's a Picasso. Das ist ein Picasso. Hab ich zwar noch nicht gesehen. So, was haben wir denn hier im Bücherregal? Harvard Classics. Homer, Virgil. Maybe Malia wouldn't be impressed by a signed copy of one of Gabriel's novels. Tja, da würde ich sagen, es ist schon beeindruckend. Nice statue. I like it. Thank you. It's The Rebellious Slave by Michelangelo. Tja, Geld hat sie da auch noch. Ming Dynasty, perhaps? Vermutlich. Was ist ein Tisch? The side table probably costs more than Gabriel's shop. Ja, haben wir eigentlich mal das Gröbste erstmal ab, ohne irgendwie den Löwenpilz. Genuine lion skin. I can imagine doing things on that. Ja, ich auch. Excuse me? Oh, nothing. Mind if I ask you a few questions, Miss Getty? I assume that's what you're here for, Detective. Ja. Können Sie was zum Thema Voodoo sagen? What can you tell me about voodoo? Voodoo? Why would you want to know about that, Detective? It's rather silly, isn't it? There's nothing silly about the voodoo murders. But that voodoo is faked. That's what I've read in the papers. That's what the papers say, all right. But you're not convinced. No, frankly, I'm not. The police department isn't known for its imagination. Oh? Well, I can see that your imagination is considerable. Ja, wenn ich mir dich anschaue, da ist meine Fantasie tatsächlich... New Orleans. Tell me about your life in New Orleans. The Getty family came to New Orleans in 1800. We worked very hard to get where we are. On the other hand... We've done a lot for this community. I can believe that. You're doing a lot for me right now. Ja, das glaube ich. Kann noch ein bisschen mehr erfahren? Tell me more about New Orleans. I'm afraid I don't get out into New Orleans society much. Because of the Getty money, we have slots in the best country clubs and on the best Mardi Gras courts. But I must admit, I hate it. Spiel oder was oder wie? I'm actually making an appearance unless it becomes absolutely necessary. I know about those courts. They're very exclusive. Yes, especially when it comes to people of my race. That's why we don't turn down the appointments. It's a rare opportunity to rub their noses in it. But that's not where I spend my time. I have more important things to do with my life. That's admirable. Many women would love the chance to get caught up in that kind of life. I'm not any kind of woman you might be familiar with. Das ist wohl wahr. Yes, I can see that. Ja,
Das Thema Schlangen. Do you know anything about snakes? I'm no expert. I don't fear them like most people do. Okay. Der Johannistag oder die Nacht. What can you tell me about St. John's Eve? I believe it's some sort of local holiday. But I don't know much about it. Das glaube ich nicht wirklich. What do you know about the voodoo murders? The murders? Only what I read in the papers. And what do you read in the papers? I'm sure you know much more about it than I, detective. Marie Laveau! What do you know about Marie Laveau? I've heard of her, of course. But that's about it. Ach, sie gibt sich da an dem Thema auch leider ziemlich kurz angebunden. Do you have any idea what Cabri Sancao means? No, I don't. What does it mean, detective? That's confidential information, ma'am. Tiermasken. Do you know anything about animal masks? Animal masks? I don't know what you mean. Jetzt haben wir die zwei gelben danach. Sollen wir mal Voodoo gehen? Are you sure you can't tell me anything about Voodoo? I really don't know much about it. Isn't there some place in town that you can find out about that sort of thing? A museum or something? I believe there is a museum. Then maybe you should check there. Okay, das ist es okay. Also fragen wir mal zum Lake Pontchartrain. Can you tell me anything about what happened out at the lake? I wish I could. But I've never seen or heard anything unusual at the lake. And I do spend quite a bit of time out there. Mit ihr flirten. Excuse me, but your eyes are really distracting. I don't think I've ever seen a color quite like that brownish gold. It's so deep and rich. Man, if I could bottle that, I'd make a fortune. Thank you, Detective. That's an interesting observation, though probably not relevant to your case. A good detective never knows what might be relevant, Miss Getty. Then you must be truly exceptional at your job. Ja, das ist wohl wahr. Kann man nochmal mit ihr flirten? I can't help noticing that you're in incredible shape, Miss Getty. Your legs are so strong. Do you work out at one of the clubs by the lake? Well, Detective, I do enjoy physical activity. Oh, me too. Ja, genau. Actually, I was referring to swimming and modern dance. I can't say that I do much exercising at the lake, though. Ah, well, it was worth asking. I think this has gone on long enough. You're not really a detective, are you? Who, me? Well, I am on this case, Miss Getty. I saw you at the lake yesterday. I thought you must be with the police since you were there, but you don't act like a police officer. Besides, I'm rather certain that the other man said his name was Mosley. All right, you caught me. I'm not with the police. My name is Gabriel Knight. I'm a writer working with Detective Mosley on a book. Well, Mr. Knight, now that we've established who you are, perhaps you can tell me the real reason you're here. Well, I am researching the book, and I thought you might have seen or heard something at the lake. I don't like liars, Mr. Knight. Okay, you're right. I really just wanted to see you again. You can be mad at me if you want, but I swear I've never done anything like this before. Mr. Knight, you've lied about your identity and wasted my time with meaningless questions. If it weren't vaguely flattering, Pia, I'd really be angry. You're lucky I don't call the real police. I think you should go, Mr. Knight. Malia, wait. If you just give me a chance. I've wasted enough time. I'll have Robert show you out. Robert? Show Mr. Knight out. Okay, das war aber auch der Punkt, den wir unser Hinweisen hatten. Hat sie Malia rausgeschmissen. I most certainly will. Und damit hätten wir das... I had a lovely time. Ah, shit. Ja. So wirklich toll war der Versuch da nicht. Aber wir haben jetzt, was die Hinweise betrifft, ja. Hier gibt es keine Hinweise mehr. Das Tagebuch, was ist denn hier in dem... Warum steht hier eigentlich nichts drin? Was ist denn hier? Bla, blub. Oder müssen wir hier irgendwo draufdrücken?
verstehe ich das hier nicht ganz. Gibt keine Hinweise mehr. Keine Hinweise, nichts im Tagebuch. Ja, dann würde ich sagen, hilft ja nichts. It's getting late. Gabriel decides to go home for the day. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Erstmal in die Bude fahren. Damit ist der Tag auch abgeschlossen. Wunderbar, das passt natürlich wunderbar mit der Aufnahmezeit überein. Grace eiert nach Hause. Unsere Harley steht in dieser völlig autofreien und menschenfreien Straße inmitten im wahnsinnig belebten New Orleans auf der Straße. Und es kommt noch eine Cutscene und ich kann nicht abspeichern. Mist, verdammt, daraus hilft nichts. Also, meine Vermutung geht ganz schwer dahin, dass Malia Gates massiv in diesen ganzen Voodoo mit drin hängt. Vielleicht ist sie die Nachfolgerin von Marie Laveau, eine Wiedergeburt oder eine selbst erklärte Wiedergeburt dieser alten oder früheren Voodoo-Königin. Also, das glaube ich ganz fest, sonst würde das Ganze irgendwo keinen Sinn machen. Und die Cutscene läuft noch immer, abspeichern ist nicht, Licht geht an, kein Auto, kein Milchmann, kein Mensch unterwegs. Sieht aus wie bei The Day After, ist aber The Day 3. Die Hallen des Wissens warten auf mich, dort war ich bereit zur Verschwörung. Aber in der Stadt der Toten fand ich meinen wahren Herzenswunsch. Okay. Immerhin, der Zeitungsjunge verirrt sich noch und Grace schafft es auch zu uns. Komm, Grace, rein mit dir, dass wir abspeichern können. Na. Oh, der Mauszeiger ist wieder da. I'm so glad you could join us today. I've got messages when you want them. I also checked out Casino. There are multiple listings in the white pages. I got the page, but you'll have to figure out the right one. Okay. Right. Thanks. Ding, dang. Now, are you gonna tell me what happened yesterday with Malia Getty, or is it just too embarrassing? Don't tell me you actually got to see her. Marla's dawns out tonight. Gabriel, you don't seriously think she's interested. She can have any man in the city. You know, men with bank accounts. You underestimate the Knight family's tragic poet samurai appeal. When Daddy married Mom, she was the hottest catch in town. Yeah. I always suspected there was something fishy in your family tree. But seriously, I think you should be careful. Meow. Aber ich kann immer noch nicht abspeichern. Es ist nicht zu fassen. I don't know why, but I have a bad feeling in the pit of my stomach about this. It's called jealousy, my dear. And you're right. You should be jealous of Malia Getty. As should every woman on this planet. I just... never mind. I'll just fix these books. Your life is in your own slippery little hands. The point is to get it into somebody else's hands. And soon. So, ist denn jetzt der Punkt abgeschlossen? Leute, es geht doch schon wieder auf die halbe Stunde zu. Was machst du denn, Gabriel? Ah, wunderbar. Okay. Es ist endlich hier geschafft, aber... Wir haben Tag 3 erreicht, stehen in unserem Laden, flirten nicht direkt mit Grace. Aber mal sehen, wie es jetzt weitergeht, was wir machen müssen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Samstag. Würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Na, da haben wir es doch mit etwas Überlegung geschafft. Und konnten den Künstler überzeugen, für uns sich einmal diese Motive anzuschauen. Ich hatte jetzt vielleicht nur gedacht, er macht vielleicht für uns irgendein amtliches Dokument, was wir dann der Geddes vorzeigen können. Aber danach war eigentlich nur die einzige Möglichkeit, dass wir in irgendeiner Form an eine Polizeimarke oder an irgendwas rankommen. Nun musste Mosley dafür herhalten. Ich hoffe, er bemerkt das nicht zu schnell. Ansonsten wird er vermutlich sehr schnell reagieren und wissen,
wer sich seine Dienstmarke ausgelassen hat, das wird uns massiv viel Ärger einbringen. Aber egal, wir haben zwar nicht allzu viel erfahren von Malia Geddes, aber eigentlich wollten wir sie auch nur sehen. Und ich bin mir ganz sicher, sie werden wir wieder treffen. Das ist mal absolut sicher. So, wie es jetzt am Tag 3 weitergeht, erfahrt ihr erst aber natürlich in den kommenden Folgen hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.